Und damit ein herzliches Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zu FIFA 17 The Journey. Wir sind wieder dabei an unserem FIFA-Samstag, um immer besser zu werden mit unserem Alex Hunter. Wir werden mal sehen, was wir jetzt uns diese Woche, an diesem Tag, am 14. September ist ja jetzt, was uns hier erwartet. Wir haben einen Trainingstag, nämlich Schwerpunkt Schießen. In der letzten Folge haben wir vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Da haben wir unsere ersten beiden Tore geschossen. In zwei Ligaspielen, zwei Tore. Wer es nicht gesehen hat, gern bitte nochmal die vorherige Folge anschauen. Das war wirklich eine tolle Sache. Practice makes perfect, lads, and perfection is what we're after. Let's get it done. Okay, Perfektion natürlich. Wir sind immer noch Auswechselspieler. Immer noch keine Startelf. Ja, okay. Langsam aber sicher machen wir. Shooting from outside the box. Power is key, but control is what you need to master. Wieso ist die Einheit nicht verfügbar? Warum nicht? Weil ich verletzt bin oder was? Kann ich nur eine Trainingseinheit machen? Vielleicht. Wir haben uns ja in der letzten Folge ein bisschen verletzt. Der Arzt hat zwar gesagt, es wäre alles okay, aber wir sollen trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein. Und der Trainer hat gesagt, wir sollen intelligenter laufen. Ja, das klingt vielleicht komisch, aber es ist wirklich so, wir dürfen uns nicht so auspowern. Das wird's, glaube ich, sein, weil wenn wir uns so auspowern, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir schneller fertig sind, höher. Und wenn wir schneller fertig sind, dann kriegen wir schneller Probleme mit müden Muskeln und wenn Muskeln müde sind, dann verletzen sie sich eher und so weiter. Naja, so ist das halt, ne, als Profi, aber gut. Mittlerweile haben die Ärzte ja alles Mögliche, um die Spieler möglichst schnell wieder fit zu machen. Sowas kriegt man als Normalsterblicher, kriegt man sowas ja nicht, ne? Also, ja, guck mal, was der für Schüsse mit links abzieht. Das ist echt verrückt. Ich frage mich immer, wie er das macht. Warum er in der Liga nicht so schießt. Aber gut, es kommt vielleicht noch. Exzellent! Buchstabe A natürlich. So wie man das machen muss im Training. Schön begeistern. Im Training alles geben. Wir haben uns hier gut verbessert. Volleys und Kopfballpräzision. Warum auch immer uns die Weitschüsse Kopfballpräzision bringen. Fragt mich das nicht. Ich kann es euch auch nicht erklären. So, es war ein schönes Training. Wir sind aber immer noch Auswechsler. Sollte sich aber langsam, denke ich, ändern. Denn, wir werden immer besser. So, was gibt es denn hier? Ich habe Mr. Alex Hunter schon noch als Junior gesehen. Guter Mann, aber nichts Überragendes. Autofahren darf er noch nicht. Sind wir 17? Wir sind erst 17? Krass, ich dachte, wir wären 18 oder so. Noch nicht mal volljährig. Na gut, okay. Wir dürfen spielen. Wir haben wieder einen Spieltag gegen Stoke City. Ein Heimspiel, 8. gegen 14. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder eingewechselt werden. Und da müssen wir gleich wieder stechen. Gareth Walker spielt wieder ganz vorne drin. Gareth, unser Freund. Der ja ein bisschen, ein bisschen komisch ist. Nicht ganz so wie wir. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört, ne? Wir haben lange keine Videosequenz mehr gehabt mit ihm. Das wird aber bestimmt irgendwann wieder kommen. Und wer weiß, wie er sich dann verhält. Keine halbe Stunde mehr zu spielen in dieser Partie und jetzt kommt. Ah, es regnet. Es sieht gut aus für Sie. Sie sind knapp vorne. 2:1 mal sehen. Okay, mach den Deckel drauf, bring das Spiel zu Ende. Gewinne das Spiel natürlich. Und eine 7,0, wie immer. Wir haben eigentlich so theoretisch immer die ähnlichen Ziele. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt spiele. Wenn ich für ihn reinkomme, dann bin ich wahrscheinlich wieder rechtes zentrales Mittelfeld. Könnte, ja, ist in der Tat so. Und es ist eine kalte, regnerische Nacht in Stoke. Na, wer kennt den Spruch? Könnte er es auch in einer kalten, regnerischen Nacht in Stoke? Vermutlich. So, jetzt können wir es beweisen, ob wir das könnten. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie suchen die Lücke. Schön, das ist doch ein klasse Pass gewesen. Jetzt Shaqiri am Ball. Oh, warum? Wieso macht er ihn nicht? Das wäre... Und warum kriege ich hier auch nicht mehr... Oh, erstes Foul. Entschuldigung, am Trikot gezupft. Der
dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Alex Hunter. Ach, schlechter Pass. Na, was soll ich machen? Ich war ein bisschen unter Druck. Und konnte den Ball leider nicht schnell genug unter Kontrolle bringen. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ah, nix da. Was war das denn? Ab nach vorne. Na, Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Wolf, ehrlich gesagt nicht viel. Das ist sehr ausgeglichen. Okay, was ist denn hier los eigentlich? Die sind hier die ganze Zeit nur am Drücken. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Na, lauf doch. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Schöner Pass. Lee Chung-Yong. Alexander jetzt. Ach, keine Anspielstation. Keine Anspielstation frei. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Ach, schade. Schade, ein bisschen höher und ich hätte den Kopfball vielleicht ansetzen können, aber das war schon ein großer Verteidiger da in der Mitte. Was jetzt? Ach, er ermahnt ihn. Ach, das ist ja sehr eng. Wirklich kein Durchkommen. Und er verliert auch noch den Ball, ey. Gegen Bojan Krikic. Ehemaliges Barcelona-Talent. So ein bisschen wie Messi. Der hatte auch ein bisschen den gleichen Haarstil. Und so, das fand ich damals ganz lustig. Dass der quasi so ein bisschen Messi-Style ist. Hatte auch einen ähnlichen Spielstil gehabt. Das ist ein guter Pass. Das ist ein... Spiel doch. Ja, guter Versuch. Zum Glück war der nicht drin, weil es war Gareth. Es tut mir leid, aber Gareth, ich möchte absolut halt nicht, dass du ein Tor machst. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das will ich halt absolut nicht. Du bist quasi mein Nemesis. Nicht den Ball verlieren, nicht den Ball verlieren. Spiel doch ab. Gut. Alter, wie kannst du den so verschießen? Das ist ja fast... Alex Hunter-Style. Da fehlt einfach die Konzentration. Okay, eine 6,2 bisher. Das ist nicht überragend. Als hätte ich kaum eine Ballaktion gehabt. Schon wieder werde ich hier umgegrätscht. Ich muss sagen, wie überzeugend Sie hier generell Alexander im Abseits. Ah, bleib aus dem Abseits. Naja, das, der Pass war gut. Ich bin auch... Der Pass war gut, bisschen zu früh losgelaufen, bisschen zu spät angezeigt wahrscheinlich, dass da der Pass kommen soll. Aber gut, 88. Jungs, komm. Wir müssen hier auf jeden Fall das Ding über die Zeit bringen, selbst wenn wir nicht noch ein Türchen machen. Dürfen wir halt echt kein Tor mehr kassieren. Jawohl. Gut. Das war passabel. Kabachi und Sakko haben getroffen. Wir haben das Ding gewonnen. Nicht überzeugt. Also ja, überzeugt. Wir haben keinen Fehler gemacht. Nennen wir es mal so. Wir haben passabel gespielt. Jetzt nicht überragend, aber gut. Kann man auch nicht immer. Wir haben kein Tor gemacht. Wir haben das Ding zu Ende. Wir haben ein Ziel erreicht. Ohne wirklich was geleistet zu haben. Das war knapp hier. Hat das schön gehalten. Naja. Unsere kurzen Pässe, das, was der Trainer eigentlich immer sagt, das wiederholt sich langsam so ein bisschen. Dass unsere Pässe ganz gut sind. Das machen wir auch gut. Ich versuche auch viele flache und kurze Pässe zu spielen, weil das halt schon sehr effektiv ist. Auch wenig Risiko gehen, ne? Das ist so ein bisschen Toni Kroos-Style. Da geht zwar auch mal Risiko, aber halt, ich meine, guckt euch seine Passstatistik an, das ist heftig. Ich glaube, 94% seiner Bälle gehen an den Mann. Das muss man halt erstmal nachmachen, ne? So, 64, wir sind fast ein 65er. Langsam aber sicher könnte es, kommen wir in die 70er-Bereiche. Das ist ganz gut. Wir müssen halt im Training halt weiter Gas geben.
dann können wir das auch machen. Statistiken, 2 Tore bisher in 5 Spielen. Wenn das nicht gut ist eigentlich, ja, weiß ich auch nicht. Ich würde ja gerne mal die Statistik von unserem Kumpel Gareth angucken. Aber gut, das ist natürlich ja so ein bisschen simuliert, ne? Trainingstag passen heute. Das ist so ein bisschen simuliert und vielleicht auch gescriptet. A special treat for you today. Focus training. Hard, precise, accurate. Okay. This club plays as a unit, and the core of strong team play is great passing. So let's sharpen up our ball movement. Alles klar. Präzisionspass. Okay, ich kenne das Ding. Ja. Ach, das war echt schlecht. Okay, weiter so. Ja, das ist ja easy. Muss man ja kaum was machen. Ja, easy. Das ist ja recht einfach hier. Man muss halt nur die richtige Stärke treffen. Dann passt das schon. Ah! Excellent, das ist wieder eine A ohne großen Aufwand. Haben wir das gemacht. Vollzieher per Heber einen Seitenwechsel. Ach ja, okay, ich kenne das Ding. Da muss man immer rüberspielen. Der kam nicht an. Okay, keine Punkte dafür. Weil halt. Huch. Und du? Ach, das ist auch zu schwach. Okay, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Nein, die Pässe müssen stärker kommen. Die müssen direkt auf den Fuß. Das kann ich eigentlich direkt wiederholen, wenn das ginge. Ja, genau so. Halt mit voller Kraft eigentlich fast schon. Dann kommen die Dinger auch an. Das ist ja wirklich einfach. Da muss man ja kaum dosieren. Ich dachte halt, man müsste da echt dosieren. Ach, das war auch zu schnell. Okay, das probieren wir auf jeden Fall nochmal neu. Weil ich habe die Übung halt nicht richtig verstanden. Deswegen, ja, kein Problem. Guck mal, da hinten rennen sie ordentlich. Zum Glück muss ich da hinten nicht mitmachen. Ach, denn Rennen und so, ja, okay, mittlerweile ist das gut. Aber früher, zum Beispiel als Kind, da hatte ich so Asthma. Ja, hatte ich Asthma. Und zwar relativ schlimm sogar. Und ich hatte auch ganz viele Allergien und es war nicht einfach. Naja, und da hatte ich halt auch immer, wenn es um Ausdauer ging, Ausdauer und, Ausdauer und so Rennen und so, war ich immer echt, echt eine kleine mittlere Katastrophe. Muss man sagen, eine kleinere mittlere Katastrophe. Aber das hat sich zum Glück hat sich das verwachsen, bin ich sehr froh drüber. Ich habe auch relativ viel Sport gemacht dann, viel Fußball gespielt und deswegen ging das dann. Bin ich froh drüber, dass das so ist. Wenn das heute noch so wäre, naja, das wäre echt schon blöd. So, zweimal eine A, das haben wir einiges verbessert. Das ist gut, das ist schön, das freut mich und so können wir weitermachen. Immer noch nicht die Startelf, das gibt's doch nicht. Der Jugend eine Chance geben. Mach was aus deiner Spielzeit. Ja, habe ich doch schon. Ich habe 2 Tore geschossen, Kollege. 2 Tore geschossen in 5 Spielen. Das ist okay. So, wir haben 2 Skillpunkte, die wir jetzt einsetzen können. Eigentlich können wir hier alles ein irgendwann. Oder was ist denn das hier? Beschleunigung. Zweite Luft. Ach, ich spare mal. Ich will auf jeden Fall Beschleunigung. Noch als Skill. Ja. Ich will auf jeden Fall Beschleunigung noch als zweiten Skill. Denn Beschleunigung ist echt wichtig und das ist auch gut, wenn man schnell ist. Gerade im Antritt, da kann man vielen Spielern schon was abnehmen. Da hat man es als Verteidiger dann echt nicht einfach. So, nächstes Spiel. Ach, nächstes Spiel mit Hunter. Gareth Walker spielt wieder von Anfang an. Gut.
Das verstehe, wer will. Alexander kommt ins Spiel hier, knappe halbe Stunde vor dem Ende. Es sieht gut aus für Sie, Sie sind knapp vorne. Und Alexander muss jetzt die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Okay. Zwei Gelegenheiten, ich soll mir zwei Chancen herausarbeiten. Nicht mal unbedingt ein Tor schießen, sondern zwei Chancen. Natürlich eine 7,0 und... Ach, schade. Was machst du? Was machst du? Was machst du denn? Du bist kein Messi. Ach, ey. Gareth. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Du bist kein Messi, ey. Noch nicht. Du hast zwar eine ähnliche Körpergröße. Ach, Mist. Was hätte ich ihm den Ball geklaut? Okay, wir führen 1-0. Das ist ein knappes, trügerisches Ergebnis. Immer schon gewesen. Ah, gut. Zum Glück habe ich hier den Ball wieder gewonnen, ey. Weil das wäre echt blöd gewesen. Hätte ich den hier verloren. Ja, das gibt's. Was für ein Glück. Mit links gegen den Gegner geschossen und dann das Ding rein. Der Pass war okay, aber halt auf dem linken und hier habe ich Glück. Hier habe ich echt Glück. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Ja, hier habe ich Glück, dass sie ihn abfälscht. Und dann ist das Ding drin. Da freut sich der Trainer. Ich bin kaum im Spiel und schon mache ich eine Bude. So muss das weitergehen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. 20 Minuten zu spielen. Wir führen 2-0. Ja, ich würde sagen, das ist okay, das sollte so, sollte passen. So sollten wir weiterspielen. Eine 7,7 jetzt für unser Türchen. Ja, Torwart, easy. Und rauslaufen. Ja, sehr gut. Ballverlust gleich schon wieder, das ist... Darf eigentlich nicht passieren. Kann man halt nicht immer verhindern, das ist gut geklärt. Lieber raus als Risiko. Wir führen 2-0, da muss man kein Risiko gehen. Da kann man halt auch mal das Ding zur Ecke klären. Das ist vollkommen okay. Oh, nächste Ecke. Der Schuss war nicht so stark, aber Mandanda, der ist auch kein schlechter Torwart, ne? Ich glaube, ein Nationaltorwart von... Ich weiß es nicht, ist das... was war denn das? Südafrika? Nee, ne? Irgendwas anderes. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Nix da. Ich bin natürlich zentrales. Ach, guck mal, der schießt den über die Wolken. Zum ja, schön, ne? Die Fans, das ist gut. Die freuen sich. Ich muss mich noch so ein bisschen abfinden mit der zentralen rechtes Mittelfeldrolle. Ich weiß noch nicht so richtig, wohin es mit mir geht hier im Mittelfeld. Weil ich ja doch schon immer eher diesen offensiven Drang habe. Ohne Frage. Hier, warum gewinne ich? Hier gewinne ich den Zweikampf, aber krieg den Ball nicht. Das ist immer echt ein bisschen seltsam. Finde ich jedenfalls. Warum schlägst du eigentlich die hohen Bälle auf Walker? Ah, Foulspiel, aber lass den Vorteil bitte laufen. Gut. Ja, easy. Spielst du den Ball jetzt mal? Ach, ey, das ist doch eine Katastrophe gewesen. Ganz schwacher Pass. Die Flanke ist nicht schlecht. Der Pass ist auch nicht schlecht. So. Gut gemacht, aber direkt wieder den Ballverlust. Komm jetzt. Stark gemacht, das könnte was werden. Nein, direkt auf den Torwart geschossen, aber ich wollte ihn halt machen. Ah, das ist gut, ey. Wir machen ein gutes Spiel. Spiel doch den Pass da außen. Spiel doch, endlich. Jawohl. Das gibt's nicht. Oh. Ey, den pariert er ganz stark. Boah. Ey, wie er den pariert. Eigentlich ein sicheres Tor. Aber den hat er echt bockstark pariert. Da habe ich eigentlich alles richtig gemacht, aber der
Torwart war halt stärker in dem Fall. Gut gemacht. Hunter. Schwache Passansage. Warum? Aber okay. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Türchen gemacht. Eine Riesenchance gehabt. Eine Riesenchance gehabt und fast noch das 2-0 gemacht. Eigentlich bärenstarkes Spiel. Und ich weiß nicht, was mit Walker los ist, aber der schwächelt. Ich verstehe nicht, warum der immer noch in der Startelf steht. 7,9. Das ist nicht richtig. Weil, ernsthaft, ich habe mir zwei Chancen rausgespielt. Oder nicht? Hier, eine Chance, ein Tor. Und jetzt kommen nochmal das andere Replay, bitte. Bringen sie es noch? Ne, sie bringen es wahrscheinlich irgendwann, aber so lange will ich jetzt nicht warten. Wir haben viel geackert, du machst das gut im Strafraum, schön aufs Tor geschossen. Na sicher, so wollen wir weitermachen. Denn wir sind ja auch Stürmer, ich weiß nicht, warum er mich immer noch rechtes Mittelfeld bringt. Wir wollen ja vorne in den Sturm rein, da gehören wir auch hin. Wie ich gerade gesehen habe, hat Arsenal 5-1 gegen Chelsea gewonnen. Das ist ja mal eine Klatsche. Wenn das wirklich so passieren würde, oh weia. Ich weiß, die haben 3-0 gewonnen, Arsenal, mit Mesut Özil. Der hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Aber 5-1 ist schon ein bisschen hoch, ne? 5-1 ist schon ein bisschen hoch. So, wir haben jetzt Gesamtstärke von 65. Wir haben immer noch die 2 Skillpunkte, aber wir sparen ja auf 3. Von daher können wir hier direkt mal weitergehen. Und landen im Hauptmenü hier. Moment, ich muss ja jetzt mal ein Schlückchen trinken. Ah. Ein Schlückchen trinken. Einfach, weil meine Stimme sonst sich so ein bisschen beschlägt. Tor, Alexander, 17 Jahre alt. Jawohl. Alexander hat das richtig gut gemacht. Vielen Dank. Kann so weitergehen. Wir sind jetzt Platz 4. Platz 4 sind wir jetzt. Mit 13 Punkten. Ja, ist okay. So kann es weitergehen. Leave it open. Hey. You all right, mate? Oh, yeah, gas. Something wrong with your phone, man. I've been texting you. Yeah, been busy, mate. Nah, it is. Awesome. Have a seat, lad. Hunter. Look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? Nein. Ernsthaft, die soll mich nicht. Das ist ein Fehler, ey. Das ist ein Fehler. No, 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 no. This is a mistake, Mr. Hey, Butler. You don't get paid to second-guess the manager, lad. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from 3 championship clubs. You'll get games, a great opportunity for you to get some experience. Ah. Alter, die schicken mich in die zweite englische Liga. Warum? Das ist echt unlogisch. Und behalten Gareth Walker. Ich habe 3 Tore gemacht in den letzten 6 Spielen. Also das ist ein bisschen unrealistisch, ne? Muss ich sagen. Ein bisschen unrealistisch. Und die schicken mich jetzt in die zweite englische Liga. Ach, jetzt muss ich mal gucken. Was nehmen wir denn hier? Also wir haben einmal Aston Villa. Warum die halt abgestiegen sind, ist schon krass, ne? Villa Park mit 42.000. Die wollen aufsteigen. Da kriege ich 7.000. Ist überall das Gleiche. Absolut überall das Gleiche. Das macht absolut keinen Unterschied hier. Man kriegt bei Newcastle, kriegt man sogar noch mehr. Ja, man kriegt 600 Mäuse, wenn man Startelf. Man kriegt ein Vereinsziel. Wenn man das Vereinsziel erreicht, aufsteigen, kriegt man 36.000. Und für den Pokalerfolg kriegt man auch am meisten, auch für die Tore. Und dann müssen wir zu Newcastle gehen. Naja, dann gehen wir zu Newcastle. Was soll's? Unfassbar, ey. Echt. Listen, we all think you've got great potential here. But you need to be playing, week in, week out.
And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Alex. Go make a name for yourself, lad. Ey, die. Ist das. Die leihen mich aus. In die zweite englische Liga. Ey, das ist echt. Und behalten diesen blöden Idioten von Gareth Walker, der nix reißt, ja? Ja, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ich kann es echt nicht nachvollziehen, aber gut, was soll's. Uns blieb ja keine Wahl, ja? Uns blieb keine Wahl. Ach, du Hund, Alter. Gareth Walker, du Hund! Ich verstehe nicht, was ist... Naja, wir werden sehen, wir müssen uns damit zufrieden geben. Wahrscheinlich werden wir jetzt mehr Spielzeit bekommen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Muss ja so sein. Thought you might be hungry. Thanks. These old suitcases still holding up, eh? Moved in with these. What was I, three? Or four? Dad never built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Granddad. Well, yeah, they're letting you go on loan. David Beckham went out of Preston. It's the making of him. Come on. Eat up, mate. Ach, er ist natürlich unzufrieden. Bin ich auch ein bisschen. Still driving you around in that heap of junk. Was will der denn? Wo bleibt meine Karte? Der gute alte Williams, wir sind im selben Team. Wo bleibt meine Karte? Ich hab's nicht verstanden. Der gute alte Williams. Danny Williams. So you haven't changed much. Oh, come on, just joshing you, mate. All time's sake. Hey, welcome to football heaven. I know it is not the Premier League, but still proper professional football, right? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. My game has changed for the better since I came here. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? What? Dino? Oi, Dino! Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Welcome. Mr. Agostino. Dino, please. Mr. Williams taking good care of you? Yeah, we're old friends, me and him. Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. Chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good, especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I think you two together up front can give the opposition many problems, no?
Ich bin bereit, die Liga zu erobern. Ich bin bereit, 110% zu geben. Wir sind bereit, die Liga zu erobern. Yeah! But I feel like I'm ready to set this league alight, Dino. Boom! Good, listen. We got a tough draw in the League Cup toward the leg and ground to make up at the table. I believe together we can do many great things. You control your own destiny here, Alex. There's lots of opportunity for you here. Ask Mr. Williams. Okay. If you don't play good 1 week, you must train hard the week after to earn your place back. Capish? Okay, good. Good, lovely. Look, I must go. Alex, we got you a place while you are here. It is small but comfortable. I must go now. I have a meeting with the boss, okay? I look forward to training tomorrow. Komischer Typ, auf jeden Fall. Aber Danny. Come on, I'll show you around. Danny Williams. Vielleicht doch ein besserer Freund als unser alter Freund. Wow, guckt euch die Bude an. Klein und komfortabel, ist es euer Ernst? Das ist super. Michael Taylor freut sich, Newcastle auch und Danny Williams auch. Danny Williams, ja komm, cooler Typ. Einen derart formstarken und talentierten Nachwuchsspieler wie Alex Hunter ausgeliehen hat. Das ist richtig. Ganz genau. Bei seiner Rückkehr, na wer weiß, ob ich überhaupt noch zu euch zurückkehren will. Puh. Puh. Gut, wir haben Newcastle upon Tyne. Sieht aber cool aus. Schöne Stadt, Newcastle. Müsste ich mir mal angucken. Heutiger Trainingstag. Standards. Dann wollen wir das mal gleich wahrnehmen. Denn das sieht ja hier schon viel besser aus. Our goal is to rise to the next level of a competition. So we must train our hardest every day. Andiamo. Alles klar, Italiano. So, wir müssen das Training beenden. Elfmeter und fortgeschrittene Elfmeter. Oh weia, Elfmeter. Elfmeter, ey, das ist Katastrophe. Na komm. Alter, was? Hä, wieso hat es gerade nicht geklappt? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe eigentlich alles genau so gemacht wie gerade eben. Und es hat einfach nicht gut geklappt. Verstehe ich nicht. Aber der Ball war doch trotzdem drin. Und vorbei, ey. Also Elfmeter, ich verstehe es immer noch nicht, warum die das gewechselt haben. Ah, was ist denn los? Das gibt's doch nicht. Jetzt läuft er an, da muss ich schießen und bewegen und dann geht's auch. Mann, ey, das gibt's doch nicht. So jetzt. Ach, ist das. Wie cool, das ist doch hier dieser niederländische Torwart. Du weißt schon, ihr wisst schon, der bei der WM so viele Bälle gehalten hat. Ey, okay. Also das müssen wir echt trainieren. Ohne Frage. Der war natürlich gut, aber das müssen wir echt nochmal neu versuchen. Ohne den Balken da unten ist es natürlich echt nicht einfach. Weil man echt nicht... Ich habe echt nicht das Gefühl. Man darf echt nur ein bisschen. Und hier zum Beispiel habe ich überhaupt nicht hingezielt. Kein bisschen habe ich da hingezielt. Da auch nicht. Okay, ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, ich weiß, was der Fehler war. Ich hab's raus. Man darf den Stick nicht loslassen, wie früher in den Fifern. Sondern man muss den Stick halt echt in die Richtung gedrückt halten. Der ist doch trotzdem drin. Warum kriege ich dafür keine Punkte? Na gut. Wird schon. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Der hier war zum Beispiel sehr gut. Sehr gut geschossen. Wir müssen es aber auf jeden Fall nochmal machen. Jetzt habe ich es ja raus.
Jetzt habe ich zumindest raus, wie ich die Bälle ordentlich, ordentlich aufs Tor kriege. Ah, Pfosten, das gibt's doch nicht. Ja, der ist sauber. Aber ich verstehe auch nicht, also die Elfmeter sind, die sind lustig, ohne Frage. Irgendwas haben die, aber ich weiß nicht genau, warum die das gewechselt. Hä? Ist das eine A? Das ist eine A. Okay, ich dachte schon. Ich hatte eigentlich ja noch 6 Versuche. So, verwandle möglichst viele Elfmeter. Vermeide die Mauer und beweglichen Tore. Na super, ey. Also, als ob das nicht schon schwierig genug war. Hä? Was? Jetzt hier zum Beispiel. Da kam einfach die... Die Kraftanzeige kam einfach nicht. Naja, gut. Was soll's? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wahrscheinlich wird Elfmeter nicht unsere Lieblingsdisziplin, aber... Das Coole halt an den Elfmetern, muss ich sagen, dass man halt relativ schnell noch die Richtung wechseln kann. Das konnte man früher halt nicht so. Jetzt geht das ganz gut. Okay, und das ist auch exzellent. Aber es wird halt natürlich nicht so einfach. Es wird nicht einfacher, die Dinger halt wirklich präzise und stark getreten aufs Tor zu bringen. Das war früher irgendwie einfacher. Da wusste man genau, okay, ich schieße ihn jetzt da rein. In der Höhe und so. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Das muss man jetzt ein bisschen anders machen. Und ein bisschen hoffen. Aber wenn man es geschafft hat, na gut, dann geht's. Guck mal, wir sind fast in der Startelf. Aber das kennen wir ja schon, diesen Status. Den hatten wir ja bei Crystal Palace auch. Und kam trotzdem nicht in die Startelf. Aber das wird sich höchstwahrscheinlich ändern, bin ich mir fast sicher. So, dann gucken wir mal. Attribute, ja, haben wir immer noch keins. Wir müssen warten. Oh, Aston Villa gegen Newcastle und dann gleich so ein Kracher. Erster gegen Dritter. Das wird sicherlich ein gutes Ding. Und wenn ich auf die Zeit gucke, haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Newcastle hat 4 Sterne und Aston Villa nur 3. Das war eine sehr gute Entscheidung, glaube ich, dass wir zu Newcastle gegangen sind. Habe ich mir fast schon gedacht. Today we begin a new moment in this league. Remember your jobs. Each of you is part of a system. If one of you fails, the entire system collapses, no? Alex, you will start on the bench today. Watch you carefully, learn our style of play and be ready in the second half. Die Jungs machen sie mürbe, dann wird's ein Klacks. Na sicher. I'm sure there'll be something there for me after these lads have softened them up. Come on, boys, let's do it! Let's do it! Okay, remember your shape, remember your discipline, and remember your jobs. Orza! Oh yeah. Wir schaffen das. Und ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall kein Fehler war, zu Newcastle zu gehen. Warum sollte auch? Denn ich denke, wir bekommen hier viel Spielzeit und das ist das Wichtigste für so einen Jungspieler wie uns. Hunter kommt rein und damit bekommt er hier 25 Minuten Einsatzzeit. Sehr ausgeglichene Partie bis hier 25 Minuten. Aber vielleicht bringt die Einwechslung von Hunter ja doch noch was. 25 Minuten Spielzeit nur, das ist echt nicht viel. Was soll denn das? Ich dachte, der bringt mich zur zweiten Hälfte. Nun gut. Aber ist okay. Wir dürfen immerhin vorne spielen. Stürmer, denke ich mal. Zeig mir die Position. Ja, Stürmer. Da gehöre ich hin. Und direkt zurückgespielt. Ach, Mist, 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 Mist. Das war gar nicht so schlecht direkt. Eine relativ gute Situation schon fast. Noch steht's 0-0. Jedinak. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ah, das ist sehr gut. Spiel den Pass oder schick ihn oder mach irgendwas, aber lauf nicht so ewig. Das könnte gefährlich werden. Sie suchen die Lücke.
Was machst du? Was machst du? Ernsthaft, was macht er denn? Und er auch. Spielt den Pass. Junge. Dass man echt den sagen muss, dass er den Pass spielen soll. Das ist echt ein bisschen komisch. Oh, klasse Situation. Das war ein schönes Passspiel. Schön doppelt, doppelt, doppelt. Allerdings hatte ich nicht gerechnet, dass er mir den sofort wieder zurückpasst. Ich dachte eigentlich, der läuft dann mal an. Aber okay. Schön den Ball erobert. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ah, die Flanke war Keks. Und es gibt Abstoß. Die Flanke war richtig Murks. Da habe ich mich zwar an der Seite gut durchgesetzt, aber die Flanke war natürlich zum, naja, zum Vergessen. Anita. Anita. Warum spielst du denn nicht? Da verlieren sie den Ball. Ich verstehe es nicht. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Jungs, komm, wir haben noch 20 Minuten. Lasst uns hier mal ein bisschen Gas geben. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Sauber vom Ball getrennt hier. Ach. Schlechtes Timing. Er steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Der Pass war nicht gut, der Pass war nicht gut. Aber der Pass war gut. Spiel doch! Nein! Oh, mit einem schwachen Linken. Ach. Mit dem schwachen Linken direkt in die Mitte. Direkt auf dem Torwart, das war natürlich zu wenig. Na, wohin? Ach komm, aggressiv. Was machst du denn? Der drückt mich hier weg. Auf Hunter bin ich gespannt. Er gibt hier heute ja sein Debüt. Wie hast du ihn bei Crystal Palace gesehen? Man konnte schon merken, was er drauf hat. Was fehlt, ist die Konstanz. Die Laie könnte ihn weiter. Was für eine Konstanz, Alter. Ich durfte kaum spielen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ich durfte ja kaum spielen. Was soll ich tun? Ich habe in 6 Spielen 3 Tore gemacht. Du redest hier von Konstanz. Und das war ein ganz schwacher Schuss. Da war ich zu überhastet. Da ist mir der Daumen ein bisschen ausgerutscht, um ehrlich zu sein. Ach, da wollte ich direkt schießen. Wurde leider nichts. Ja, ist okay. Das ist eine gelbe Karte. Mohamed Diané. Aber wir haben noch 14 Minuten. 14 Minuten. Es ist noch einiges an Zeit. Das ist noch einiges an Zeit, da geht noch ein bisschen was. Bloß wir müssen halt jetzt mal Gas geben. Die Armee. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Steig gespielt. Hunter. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Schlechter Versuch? Wieso kriege ich hierfür einen schlechten Versuch? Nochmal Ecke, komm. Nochmal eine Ecke. Klasse Zweikampf, aber das war ein Abstoß. Mist. Ach, ich hatte Chancen. Ich hatte wieder mal Chancen. Nicht am Fließband, aber ich hatte meine Chancen. 2-3 oder so, die hätte ich auch mal ruhig machen können. Warum spielst du hier nicht? Warum? Warum gehst du in den Lauf? Na, auch hier. Jetzt ist die Kugel weg. Schon wieder ein guter Zweikampf, aber es bringt ja nichts, wenn der Ball ins Aus geht. Los, Jungs. Komm, wir haben noch 9 Minuten. Wir haben noch 9 Minuten. Das ist noch Zeit. Wir sind Tabellendritter und wollen hier den Tabellenersten schlagen. Da müssen wir schon ein bisschen Gas geben. Klasse Pass. Oh. Der Pass war super.
Den habe ich gut gespielt, ohne Frage. Haben wir. Das gibt's doch nicht. Den haben wir schon gehabt, ja. Und wir kriegen den Ball nicht raus. So, ich bin hier. Und ab geht die Luzi. Warum so ein komplizierter Pass? Warum so ein komplizierter Pass? Los, Jungs, wir haben noch 5 Minuten. Ich habe kaum noch Puste. Ich muss erstmal wieder ein bisschen zu mir kommen. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Spiel! Ach. Und dann so ein Einwurf. Ey, das ist doch nicht zum. Das ist doch zum Mäusemelken. Er wirft den Ball schnell ein. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Ach, und da kriege ich den Ball auch nicht. Ey, das ist echt ein bisschen seltsam. Aber gut. Mist. Ach, das wird wohl nichts mehr. Vermutlich nicht. Hin. Ey, ihr müsst den Ball doch schon 10-mal haben. Ach, da ärgere ich mich. Echt. Noch sind zwei Minuten. Wir haben noch ein bisschen. In 2 Minuten kann noch viel passieren. Das Problem ist halt, ist nicht hier so richtig Spielsystem zu erkennen. Was die spielen. Alex Hunter. Wohin der Pass? Bitte. Ich war doch schon im Weg. Auf dem Weg. Gut erobert. Mögest du den Ball bitte spielen? So. Und los geht's. Hunter! Nein! Ach! Warum? Das war zu billig. Der Pass war halt super und der Schuss war halt mitten in die Mitte rein. Stürze dich nicht Hals über Kopf in die Zweikämpfe. Ja, das war kein gutes Spiel leider. Es war okay. Wirklich gut war es nicht. Einfach weil wir kein Tor gemacht haben. 0-0 gegen Tabellenersten. Naja. Alex, first game in the championship over with. How did it feel out there? Ich gewöhne mich langsam dran. Es ist was anderes. Es ist nicht die Premier League. Ich gewöhne mich langsam dran. It's probably going to take me a couple of games to get used to the differences, really bed in, but I've got a great set of teammates around me, so I'm sure I'll be properly settled in this league in no time. Ach, so ein. So Alex, you had quite the chance on goal today, but just couldn't quite put it away. Your thoughts on that? Pech gehabt, passiert. Na, den nächsten mache ich halt rein, ne? No force. Just have to put that kind of thing to the back of your mind. I'll get the next one. So, all square today. What do you think you could have done differently to win it? Ja, wir haben die Strategie zu wenig umgesetzt. Wir hätten mehr Druck machen müssen. Both sides had their chances, but I think we could have put them under more pressure in the final third. Point's still a point, though. That's all, Alex. No problem. Das macht er schon gut, ne? Ich meine, so 17-Jähriger... spricht ja schon wie ein Profi. Wie ein richtiger Profi, muss man sagen. Macht er das schon echt nicht schlecht. Ist ganz passabel, der Alex Hunter. Guter Typ. Wir sind in der Startelf. So sieht's zumindest aus. Wir sind jetzt auch 66 gestiegen. Attributzuwachs. Und wir haben einen Skillpunkt bekommen. Das ist perfekt. Dann werden wir den direkt investieren in Beschleunigung. Hatte ich ja vor. Perfekt. Der ist nämlich wichtig. Und dann gucken wir mal, wie uns das weiterbringt.
Aber ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diesen Samstag. Wir haben sogar heute ein bisschen länger gemacht. Es sind schon 50 Minuten geworden. Aber das Spiel wollte ich halt unbedingt noch spielen. Das hätte sich sonst halt, hätte sich sonst halt nicht so richtig gelohnt. Von daher war das schon ganz gut, dass wir da ein bisschen überzogen haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Samstag, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 17 The Journey. Macht's gut und ciao, ciao, euer Valerius.